Mitten im Herzen von Wegberg, da steht ein ungewöhnliches Museum. Die letzten Monate blieb es zu. Jetzt, nach der Winterpause, steht am Sonntag die Wiedereröffnung an. Das Museum ist eine wahre Fundgrube für alle, die sich für Trachten interessieren. Denn im Beker Trachtenmuseum findet man traditionelle Kleidung aus fast allen Epochen, aus fast allen Ländern. Kleidung, das ist auch für die Modeschule am Maria-Lenzen-Berufskolleg das Top-Thema. Und Mode und Tracht miteinander zu kombinieren, das schien den Schülerinnen eine interessante Herausforderung zu sein. Und so findet zur Wiedereröffnung des Trachtmuseums eine ganz spezielle Modenschau dort statt. Gleichzeitig verleiht die Schule zum zweiten Mal den Design Award für ein Thema, das den Schülern gar nicht so leicht fiel. Das war nicht so ganz einfach, wirklich Schüler dafür zu gewinnen. Das ist vielleicht ein bisschen altbackisches Thema, sage ich mal. Aber letztendlich sind dann doch schöne Sachen dabei rausgekommen. Einmal so ein bisschen im japanischen Stil und zum anderen im skandinavischen. Und da sind wir ganz begeistert. Selina Kraus und Dilara Getzkin haben sich eine japanische Tracht ausgesucht. Ihr Kimono bekommt eine moderne Interpretation. Aus dieser Idee haben sie eine ganze Kollektion gemacht und hoffen auf den Design Award. Ja, weil man hat sehr viel Liebe hineingesteckt und sehr viel Schweiß und auch Tränen, muss man zugeben. Und klar, dass das dann halt schon eine Hoffnung ist, dass man halt den ersten Platz belegt. Es steckt auf jeden Fall sehr viel drin. Allein am Nähen haben wir, ich glaube, 13 Stunden am Tag. Von früh bis abends haben wir durchgenäht. Das ist die Kollektion von Vivian Ketels. Im letzten Jahr hat die junge Frau den zweiten Platz gemacht. Dieses Mal hofft sie auf den Sieg. Denn der Design Award kann für die berufliche Zukunft ein guter Türöffner sein. Nächstes Jahr möchte ich ja, also beziehungsweise halt jetzt in der zweiten Jahreshälfte mich auch bewerben für einen Studiumplatz und sowas. Und das kommt dann, glaube ich, schon ganz gut an, wenn man halt dann so eine Urkunde hat, dass man da den ersten Platz gemacht hat. Geprobt wird die Modenschau noch ganz in Zivil. In Turnschuhen und Schlabberpulli werden heute die Auftritte geübt. Viel Platz gibt es nicht, daher muss jede Drehung sitzen. Kein Ort für Improvisationen. Alles wird genau festgelegt. Also du kannst nicht so lange Pause machen, dass der Lauf gelaufen ist. Die Mädchen stehen hier unten und müssen erstmal hochfahren, müssen sich komplett umziehen und müssen wieder runter. Erst am Sonntag verwandeln sich die Schülerinnen in gestylte Models. Bis dahin bleiben die Einzelstücke noch auf dem Bügel. Alle von ihnen sind handgemacht von den 5 Klassen der Mittel- und Oberstufe am Maria-Lenzen-Berufskolleg. Viele davon mit ganz speziellen Ideen. Besondere Schnitttechniken. Hier sieht man beispielsweise, hier geht man nicht mit dem Arm rein. Der hängt nur an der Seite, hier kommt man mit dem Arm raus beispielsweise. Also da hat sich eine Schülerin quasi mit Farbe, mit Neonfarbe bemalt, nackt, und hat sich dann auf den schwarzen Stoff gelegt. Mode neu betrachtet. Unter diesem Motto öffnet am Sonntag um 11 Uhr wieder das Trachtenmuseum in Wegberg. Um 11.15 Uhr und um 13.30 Uhr beginnt die Modenschau. Danach wird der Design Award verliehen. Der Eintritt ist frei.